Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge auf der Karte von Thüringen, Version 3.1. Ja, wir werden jetzt mal zum Händler fahren und uns da die Sämaschine holen. Einer von den beiden. Die vorne wollte nicht abkippen, loswerden, sondern hinten den Flug irgendwie stehen lassen. Ich habe da noch keinen Platz gefunden, wo ich lassen könnte. Aber wahrscheinlich werde ich die kleine Ecke nutzen hier und dann mal planieren. Nur die kleine Ecke. Und eine Halle aufstellen oder dergleichen, damit das da reinfahren kann. Dass es Ordnung hat. Hier im System. Dann muss ich mir noch den Flanschenmittel noch holen. Von Landhammer Müller. Ich hatte ganz vergessen, dass ich noch ein bisschen im globalen Markt hatte. Gut. Ist dann nicht weggeworfen, ne? Bleibt ja erhalten. Ja, der muss noch runtergefahren werden, der Mauerland, mit einem großen Flug. Das machen wir dann später. Ja, da steht noch schon der andere Traktor rum, dann schicken wir den mal zum Händler. Ja, dann können wir anderen selbst fahren. Wir müssen auf die Straße fahren, weil hier ist nur die Anrichtung befahrbar. Das wäre äußerst ungünstig. Wir haben nämlich zwei Sämaschinen gekauft. Ich habe mir zwei gekauft. Und die sollen jetzt hier auf dem Feld Nummer 38 im Mais auch sehen. Zumindest vorbereiten. So. Dann gehen wir mal los. Wir fahren hinterher. Ne, einer schon hier. Einer soll auf Feld Nummer 40 fahren. Und andere kann auf Feld Nummer 47 fahren. Rein theoretisch. Ne, da kommt aber. Auf 47 kommt kein Mais. Wahrscheinlich Sonnenblumen, mal sehen. Die müssen wir dafür die Mottmaschine nehmen. Für Mais, weil sonst geht es normalerweise nicht. Tagging muss man einrichten, das gibt es ja gar nicht. Ja, gut, ist auch nichts. Wollen wir so machen. Jo, das ist Folge Nummer 4. Donnerstag. Das ist ein Zufall. Ist heute auch. Ich habe gestern 3 Folgen aufgenommen. Mittwoch. Das habe ich garantiert beim Hochladen vergessen. Wegen Datum. Wegen Aufnahmedatum. Aber gut, das ist nicht tragisch. Das ist dann nicht ganz so wichtig. Wisst ihr, dass es pünktlich zu dem Datum erscheint, wo ich das vorgesehen habe, ne? Jo. 14 Uhr normalerweise. Jeden Tag eine Folge von Thüringen. Ich glaube, mein Lenkrad ist nicht ganz optimal. Na gut, heute wird es gehen. Ja, die Hintergrundmusik läuft ja nun wieder über einen anderen normalen Rechner. Ich hoffe, dass nicht so laut und leise ist. Ja, das ist auch nicht tragisch, das geht. Die Funktion ist entweder nicht mehr da oder unter Beschallschranke. Also bin ich bereit für das Aufnahmeprogramm jetzt Großgeld zu bezahlen. Wenn es einmalig wäre, kein Thema, aber auf der Bus tatsächlich nicht mehr so wie es vorher war. Hat sich bestellt. Na gut, die müssen ja nicht viel machen. Der andere macht den Autoreif. Die Kühe müssen aber bestimmt noch Futter kriegen. Ne, man kann ja mal gucken. Das ist. Bevor ich das vergesse. Sonnenblumen, ja, theoretisch möglich. Kartoffeln machen wir hier nicht, das ist Unsinn. Gras und Zellen kann man ernten. Gut, aber mal gucken, ob es schon reif ist. Ne? Ansonsten, ja, bei 5 Grad, das haben wir fast. Tierrolle gucken, Kühe. Das Futter passt. Und da auch. Sauberkeit und Wasser muss ich da mal wieder machen. Das ist nicht gut, dass zu sehen ist. Da muss ich mal nächstes Mal aktivieren, deaktivieren, dass da die Meldung nicht zu sehen sind bei der Aufnahme. Ungünstig. Das soll eigentlich nicht so sein. Grüße gehen raus. Kannst doch nicht widerstehen, ne? Machen wir auch nicht zu Hause. Jetzt glaube ich, dürfte er nicht.
oder darf ausnahmsweise antesten. Kann ich verstehen. Hätte ich mal Pöttinger-Maschinen fahren. Original von Giants. Gibt's auch etliche Mods schon, aber halt nicht alles halt, ne? Aber wie gesagt, viele Modder machen schon sehr schöne Geräte. Den werden wir gleich mal anspannen und dann Hof 3 schicken. So. Ne, Gras nicht. Dann machen wir gleich mal Einstellung auf Mais. Ich habe mich da meistens sehr gut in Erinnerung, dass ich vergesse. So. Der ist sogar eingeschaltet auf Hof. Wir müssen nur hier rausfahren. Das ist, da kriegen die Mais nicht hin. Das ist ziemlich eng hier. Ah, das ist dann nicht so ideal. Hier vorne können wir fahren. So. Denn ich will ja nicht alles fahren, ne? Ah, da ist er schon angekommen. Ja, der zeigt glaube ich über den Hof hier. Ist aber okay. Gut, der ist auch vollgetankt. Auch repariert soweit. Dann ist gut, da können wir leicht Dünger reinknallen und Saatgut. Dann können wir jetzt auf. Auf 1. Auf 1. Weil ich möchte jetzt an Möglichkeit heute alles, also in dem Tag heute alles die Aussaat schaffen. Weil um naja Wachstumsstufen nicht Zammer reinzukriegen, ne? Das war eher unwahrscheinlich. Aber ich habe es ganz gerne in einem Ritt. Klappt eigentlich auch ganz gut. Muss noch halt ein bisschen sicherheitshalber gegensteuern, ne? Bei 6 Tage ist es doch ganz gut, dass es klappen könnte. Müssen wir jetzt schauen, ob das andere nur gekeimt hat, und dann können wir wahrscheinlich mal schon mal Unkrautbekämpfung machen, vorbeugen und gleich im Anschluss dann düngen. Also im Grunde viel Arbeit, man muss viele Fahrzeuge losschicken. Feld 10 wäre ganz wichtig. Eine obere Ecke, dann kommt eine Feld 37, Feld 42, 41 und die 49. Da ist noch ein Feld 48, aber da können wir auch Sonnenwein reinknallen. Denn Zoe habe ich letztes Jahr, also war echt knapp, hätte ich fast nicht ernten können. Das muss dieses Jahr nicht so sein, das ist natürlich auch möglich, dass es mal anders kommt. Ich habe alles so belassen, denselben Mods, denselben Geomod. Wenn ja den Geomod von Bayern, und weil es in Thüringen recht nahe ist. Ne? Also in Thüringen habe ich keinen Geomod gefunden. Aber Bayern ist ja an der Grenze, mehr oder weniger. Mein gut, ein Geomod für Meier ist ja auch ein bisschen, naja, es gibt ja auch dieses Alpenraub, ne? Oder hier ein Donaugebiet, ne? Das ist ja auch ein bisschen anderes Wetter, ne? Also in den Bergen ist hier häufig Gewitter und so, ne? Das kann man nicht vergleichen. So, dann werden wir mal hier das ganze Saatgut aufnehmen, was jetzt da rumsteht. Bitbacks, das werden wir aufnehmen. Das hatte ich ja vorher rausgebracht für wo ich es verkauft hatte, die anderen beiden Seemaschinen. Denn viel reicht normalerweise aus. Normalerweise habe ich ja so, dass ich im Winter, also im Herbst, die erste Aussaat vornehme. Und früher halt den Rest hätte ich jetzt machen müssen, ne? Also jetzt machen können. Ne? Also wäre jetzt normalerweise wär Weizen und Gerste, ja auch Raps. Raps wäre sowieso schon drin, ne? Und genauso wichtig wäre theoretisch Raps, Hafer und so ein Zeug, ne? Ja, 60, ne?
natürlich ein bisschen dürftig. Die haben nur Saatgut. Saatgut. Nur 83? Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das ist halt so. 1000 gehen rein und wenn dann ist halt so, ne? 1000, genau. Da müsste auch 1000 sein, aber wir müssen Dünger haben und Dünger und Rest Saatgut. Ja. Die Silos wollte ich dieses Jahr noch voll machen, wenn alles klappt. In der Mitte wird wahrscheinlich Elefantengras. Oder ich werde Elefantengras einfach am Hof reingeben und da soll jetzt ein BGH gehen. Wo ist der lang gefahren? Der müsste normalerweise schon hier an. Ach, nee. Da ist er schon da. Gut. Der andere müsste noch auf Feld Nummer 10 sein. Junge, die Zeit rast wie Sau. Kommt zu nix. Aber das kriegen wir noch heute noch hin, glaube ich, wa? Aufnahme läuft? Aufnahme läuft. Ja, das ist auch live geblohnt, ne? Wir gucken hier. Wie sieht's alle aus? Leistungsmäßig CPU knapp 40% und GPU hat 31%, das ist gut. Eine Reserve nach oben, sagen wir so. So. Dann kann ich theoretisch ein bisschen mehr ansteuern. Versuchsweise. Beim nächsten Mal. Das sollte doch reichen heute. Beziehungsweise für dieses Jahr. Thüringen, noch der Marsch stelle ich gerade her. Also das ist. Da brauche ich ja auch so ein Frühling, ne? Also im Herbst nachher. Auf die ersten Felder bei. Und so ist hier genau das gleiche. Wie gesagt, der soll nicht Gras. Mais. Zwei Felder, zwei Maschinen pro Feld jetzt, also 38. Dünger reicht auch noch. Ist so. Ja, morgen den Marsch aufnehmen. Und dann pro Geräte. Gestern probiert, ging nicht, weil ich auch nicht da war. Ist ja bei Geräte, ist ja nicht wie jetzt. Und gehen wir hier direkt rein, ne? So eine so viele Firmen. Das grüne Kleeblatt. Habe ich übersehen? Muss ja. Da. So, das sind die waren schon drin gewesen, glaube ich. Diese ersten paar. Und das ist nun die Erweiterung. Flug. Ne, ein Dreischarer. Die haben auch fünf, haben sie dafür auch. Die Seemaschine hier. Gab es eine ältere Version auch schon drin, ne? 3 Meter so ein Grupper. So, und die Mähwerke hier 2,6, 3,1. Das sind zwei verschiedene Sorten. Das ist anders. Das ist jetzt 8 Meter. Schade, dass nicht größer dabei sind. Normalerweise haben wir auch größer. Und natürlich Ladewagen. Gibt es auch eine Nummer größer, aber Alpine sicherlich nicht so geeignet. Ansonsten, was hier toll ist oder top ist, ist dieses Ding hier. Ist aber billig. Vielleicht kann man noch ein bisschen was dazugeben. Das ist nicht von Pöttinger jetzt, das ist schon von Pöttinger, aber nicht vom Paket. Frag mich nicht, wie das da reinkommt. Das sind die Mods. Das ist die A10, also müssen die bei, das haben wir eigentlich normalerweise auch. Wieso ist das da so drin? Ne? Na gut.
Ja, das ist halt so, ne? Das sind die Geräte halt, ne? So. Bei Gelegenheit werde ich dann so ein kaufen, so eine Ballenpresse. Mal gucken, ob gerade schon reif ist. Das wollte ich auch mal schauen. Streng. Nee, Quatsch. Gespeichert ist na gut. Geht ja relativ schnell. Wollte ich gucken. Achso. Feldfrüchte. Gras. Gras wäre reif, könnte man mähen. Beziehungsweise ja, mähen am Ball pressen. Aber wir fahren einmal zum Feld. Das nächste machen wir auch gleich voll. Dann müssen wir den nächsten holen. Übernächsten. Wir starten heute noch nicht. Ist aktuell noch ein bisschen zu kalt. Von daher ist nicht ganz so dramatisch. Müssen wir nicht unbedingt jetzt losbringen gleich. Wir haben jetzt Tag Nummer 4. Ja, gut. 5, 6. Können wir auch noch starten, ne? Die Kursplay-Kurse muss ich alle neu machen. Das ist alles anderen Rechner drauf. Ob ich das noch vielleicht überholen werde, ich weiß es nicht. Ist ja nicht ganz so dramatisch. Jo, nehmen wir den gleichen Traktor. Das macht sich meistens besser. Was nun los? Okay, nicht. Ja, ich muss ihn vorhin lassen. Sonst kann ich nichts machen, ne? Ja, das ist halt so, ne? Ansonsten, Zuschauer, soll es heute mal schon mal Schluss sein. Ich sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Dann zeigt mal Tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Zum Freitag, am 13. Ja, nee, Quatsch. Der 13. ist morgen, stimmt aber. Müsste ich eigentlich im Bett bleiben normalerweise, gar nichts tun. Aber das ist auch nicht garantiert, ne? Okay, jetzt nochmal Tschüss und Ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und fürs Abonnieren und Liken und dergleichen, ne? Tschüss.